Für mich ist das Maxhaus immer ein Ort der besonderen Konzentration. Also wenn ich diesen Raum betrete, habe ich das Gefühl, hier herrscht eine besondere Atmosphäre und das liegt sicher an der Architektur, aber auch an der Historie. Und ich spüre immer, dass das irgendwie auf mich wirkt. Also die Architektur fördert für mich die Konzentration auf die Konzerte, auf das Spiel. Und ich habe immer das Gefühl, die Architektur beeinflusst die Musik. Da fange ich an, dass ich erzähle, dass wir unser erstes Konzert am 1. April 2014 hier im Maxhaus hatten. Und mit unserem Trio. Und das Trio wurde gegründet damals durch Ralf Butcher, ein wunderbarer Musiker und Freund, der leider 2016 verstorben ist. Und seither nennen wir uns Düsseldorf Jazz Trio und spielen mit der Besetzung Christian Schröder am Schlagzeug, Martin Sasse am Klavier und mir am Kontrabass. Und unser Credo ist die Improvisation. Also wir spielen in den Konzerten immer ein Mainstream-Jazz, der aber versucht, alle Facetten und Stile auszuleuchten. Und wir haben das große Glück, immer wunderbare Gäste zu haben, die uns einen großen Input geben mit ihrem Programm. Und für mich persönlich ist es ein Ort gewesen, an dem ich in den letzten Jahren immer mit tollen Musikern meine eigene musikalische Sprache weiterentwickeln konnte. Und dann möchte ich noch sagen, dass der Raum hier auch ein sehr konzertanter Raum ist, der anders wirkt als ein Jazzclub. Wir spielen ja eine Musik, die von der Improvisation lebt, vom Moment. Und ich habe immer das Gefühl, das Publikum ist ein sehr aufgeschlossenes und sehr aufnahmebereites Publikum, das neugierig ist und auch weiß um diesen Prozess, der jetzt ja unberechenbar ist, unwiederholbar, einzigartig in dem Moment. Und es ist immer eine sehr familiäre Atmosphäre und mir fällt immer dazu, dass der Satz von Hannah Arendt ein, die hat gesagt, da wo Menschen zusammenkommen, muss man mit Wundern rechnen, und ich erlebe das immer so, die Konzerte sind immer, also nach den Konzerten ist immer eine große Freude im Publikum, und das erfahre ich auch aus den vielen Gesprächen, die wir nach den Konzerten und während den Konzerten in den Pausen mit unserem Publikum haben. Also liebe Maxhaus-Gäste, auch wenn es im Moment sicherlich für alle ein bisschen schwierig ist, freuen wir uns doch, wenn wir uns bald zu Konzerten wiedersehen und wenn Sie mit uns gemeinsam auf die musikalische Abenteuerreise gehen. Bleiben Sie geduldig, bleiben Sie gesund und vielleicht sehen wir uns bald mal wieder hier im Maxhaus an der Bar zu einem Konzert auf einen Espresso.